Mega. Hallo und herzlich willkommen zu Kochen ist kein Hexenwerk. Es war ein schöner Kanon. Wir machen heute, wir grillen. Wir grillen. Leider drin, weil unsere Autogrillküche ist noch nicht drin. Die Autogrillküche ist noch nicht drin, ne? Die können wir uns noch nicht leisten. Ja, weil ihr kein Abonnement macht. Nein, Abonnement. Abonnement, ja? Ist geil, oder? Abonnement. Kannst du das auch so schön sagen? Abonnement. Abonnement. Okay, Abo. Komm los. Okay. Was machen wir heute? Wir machen Hähnchen vom Grill. Ja. Und ja, wir haben. Wir haben eine Rub, sehe ich hier gerade auch noch. Ja, den erkläre ich gleich. Erstmal zur Hähnchenbrust. Das ist eine Bio-Hähnchenbrust, die haben wir gekauft. Natürlich Bio. Ja, Bio. Sieht man auch, schaut mal, ganz tolles, helles Fleisch. Leicht Marmorierung, fett durchzogen. Ja, super Qualität haben wir nicht vom Lidl, sondern vom Biohof. Und das ja, ist eine echt schöne Hähnchenbrust. Aber jetzt beschäftigen wir uns erstmal kurz mit dem Rub, den ihr da seht. Das ist ein Chicken Kaichun Rub. Ja, also ein bisschen scharf. Kaichun steht ja mal ein bisschen für scharf. Und ich erzähle euch, soll ich euch das Geheimnis verraten, was drin ist? Ja? Nein? Tu es nicht. Wir machen ein separates Video. Wenn ihr wollt, wenn ihr das verraten, ja, dann machen wir ein separates okay. Video. Also wenn ihr wollt, wenn schreibt ihr es in die Kommentare. Mega leckeren, wirklich mega leckeren Chicken Kaichun Rub von uns erfahren wollt, dann schreibt es in die Kommentare. Kurze Infos dazu, er ist mega lecker. Echt? Ja. super einfach herzustellen und vor allen Dingen auch sehr preiswert. Wenn ihr einen Rub in vergleichbarer Qualität kauft, zahlt ihr für ein kleines Gläschen Minimum 6,50 Euro. Wir machen ihn selber für einen Bruchteil von dessen und der schmeckt super und wir wissen, was drin ist. Und der ist gut scharf, oder was? Ja, die Schärfe weil kann man... Weil du meintest, dieser Rub ist immer schärfer. Genau, also wir können die Schärfe können wir natürlich einstellen, können wir selber regulieren, das würde ich euch alles zeigen. Aber dazu müsst ihr uns schon ein bisschen anspornen und in den Kommentaren ein bisschen was hinterlassen, ob wir das tun sollen oder ob ihr sagt, nee, interessiert mich eigentlich überhaupt nicht, ich nehme meinen Fertig-Hähnchen-Rub und gut ist. Mach doch. Genau, mach doch. Ne? So, zuerst klopfen wir das Hähnchen leicht. Schön auf einem Brett. Und oh mein Gott, er klopft das Hähnchen. Ja, warum klopft er das Hähnchen? Das Hähnchen ist vorne schmal, hinten breit, ja, dick. Und ich möchte das einfach hier ein bisschen in eine Richtung bringen. Außerdem... Ich zieh doch direkt größer auf. Ja, na klar. Ich möchte es ja grillen. Und wenn ich etwas grillen möchte, so, dann klopfe ich das leicht. Wir möchten ein schönes Hähnchen-Steak draus machen. Jetzt schaut euch doch einmal das an, was wir aus der Hähnchenbrust gemacht haben. So, jetzt kommt unser geiler Chicken Kaichun Rub. Damit tun wir das hier schön. Und na klar, du hast gesehen, schau perfekt. Das passiert den besten Grillern. Unsere jetzt haben wir zwei Steaks. Zwei Steaks haben wir jetzt. Ist doch toll, oder? Die Rub erinnert mich an irgendwas. Die kenne ich irgendwoher. Die riecht gut, ne? Mhm. So, mal ein bisschen Öl drauf. Jetzt haben wir halt zwei Steaks. Marinieren das schön. Schau doch mal. Gerade für einen Grill ist wichtig, schön marinieren. Ja. Und wenn ihr hier seht, richtig schön ein bisschen Rub. Zwei Steaks sind besser als eins. So. Hier auch den Rub schön einarbeiten. Ja. Ein bisschen Sauerei, gebe ich zu. Aber. Du hast die Handschuhe an. Und es ist wesentlich besser, wie jetzt irgendwie so schon fertig mariniertes Fleisch zu kaufen. Das sieht echt gut aus, ne, wenn man das sieht. Denn wir wissen, was drin ist. Und es sieht echt lecker aus. Wichtig ist, wenn ihr grillen wollt, ihr mariniert das. Und lasst es jetzt definitiv, ja, eine Stunde im Kühlschrank, mindestens eine Stunde schön durchziehen. Noch besser wären zwei oder drei Stunden, damit das Hähnchenfleisch innen drin schön den Geschmack von unserem Chicken Kaichun Rub annimmt, ja, das ist übrigens ein original amerikanischer Rub und schaut doch mal, ja, seht ihr die Farbgleichheit, ja, das ist doch fantastisch. Eine wunderschöne Farbgebung, ne? Ja, super. Wir sind gleich wieder für euch da und zeigen euch dann, wie wir grillen. So, wir sind zurück am Grill. Die Zonen kennt ihr noch aus dem Thunfisch, ich erkläre sie nochmal. Heiße Zone, mittelheiße Zone, kalte Zone. Könnt ihr euch auf dem Holzkohlegrill könnt ihr euch das genauso einrichten.
Das Hähnchen grill ich niemals. Geflügel ist ein sanftes Fleisch, ein weißes Fleisch. Niemals bei voller Hitze, voller Glut bitte das grillen. Verbrennt ja, das verbrennt durch. Einfach nur. Sondern hier schön in der Mitte, in der etwas heißeren Mitte. Und schau doch mal. Wieso hast du die Fläche jetzt nicht geölt? Weil du das Fleisch schon geölt hast. Genau, wir haben das ja mariniert mit unserem geilen Chicken. Rub, Chicken Kaichun Rub und natürlich mit etwas gutem Pflanzen. Ah, diese Farbe sieht echt mega geil aus von diesem Fleisch, ne, mit ja. Dieser Rub. Ja, das wird auch mega geil schmecken. Bei uns im Buffalo House kann man natürlich auch Rubs kaufen. Ja, natürlich. Und man kann nicht nur Rubs kaufen, wir werden, wenn ihr Bock habt, und es in die Kommentare, schreibt euch auch zeigen, wie man Rubs macht. Wir machen das alles offiziell, ihr müsst es nicht kaufen. Wir zeigen euch sehr gern sogar, wie stellt man Rubs her, wie stellt man seine eigenen Gewürze her. Ihr müsst uns bloß Bescheid sagen. Denn, was ihr noch nicht wisst, wir haben einen Fachmann für Gewürze, eine Koryphäe, ja, kann man so sagen, im Bereich der Gewürzmischungen an Land ziehen können als Partner, der uns schon einige Tricks verraten hat. Ich bin gerade aktuell dabei, dass wir es schaffen, dass er mit uns zusammen alle Gewürze kostenlos bekommt. Das ist ja geil. Nein, aber der kann euch noch viel mehr erklären und wir versuchen ihn ein bisschen zu motivieren. Deswegen auch das Video, wenn du es siehst, mein Freund, ruf mich doch nochmal an. Ja, sei so lieb. Lass uns zusammen mal ein bisschen über Gewürze reden. Die Welt der Gewürze ist wunderbar. So, und jetzt werden wir das Ganze mal drehen. Schau mal her. Boah. Schaut euch das an. Ja. Sieht es bei euch auf dem Grill auch so geil aus? Mit Muster. Ja, mit Muster wäre noch geiler. Ja. Und da ist wieder, ne? Der Unterschied, wenn ihr so einen Kopf habt noch, ne? Ich meine, wir wissen alle, man kauft mal schnell ein fertig mariniertes Hähnchen, ja. Aber wenn wir ehrlich sind, meistens verbrennt es dann irgendwie auf dem Grill, wird putztrocken, sieht scheiße aus. Wisst ihr, warum das putztrocken wird, so ein mariniertes Steak? Das liegt daran, dass da einfach schon das Hähnchen einen Tag oder sowas oder zwei Tage in so einer Salzlage liegt und das Salz zieht im Hähnchenfleisch alles raus, was jemals da drin war. Und deswegen, ja, wird das so. Oh, ein bisschen in die heißere Zone. Ihr seht auch, das geht gar nicht so ab, weil wir eben nicht, wenn ihr das jetzt in der Pfanne macht, eben kein Öl in die Pfanne geben, sondern wirklich nur das Fleisch ist geölt und fertig. Mehr braucht es nicht. Und ich bin echt gespannt auf den Geschmack, oder? Ich bin auch sehr gespannt, ja. Es wird leicht scharf sein. Es ist ja ein Kaichun. Ja. Chicken Kaichun Wrap. Wrap. Wrap wäre auch geil. Ja, ein Wrap daraus wäre auch mega geil, ne? Damit einfach einen ganz normalen Chicken Classic Wrap. Schau dir das mal an. Und jetzt merkt man, jetzt kann man ein bisschen spielen. Okay, verträgt doch ein bisschen Farbe. Kann ruhig mal ein bisschen hier schön in die heiße Zone, ja. Und ihr hört es hoffentlich. Es brät ganz sanft, trotzdem eben, weil es nicht in Öl ertränkt wurde. Es war am Grill, oder Junge? Ja. Ja, es ist, ja, am Grill zu stehen bei 34 Grad im Schatten ist nur was für richtig harte Kerle und Frauen. Weil ich habe mitgekriegt, mittlerweile grillen die Frauen ein bisschen mehr als die Männer. Finde ich ganz gut. Ne? Warum nicht? Warum nicht auch mal eine Frau am Grill? Aber Grillen ist eigentlich schon noch so eine Männerdomäne, finde ich. Und, gehört auch so. Ja, ah, gehört auch ein bisschen hat so. Hat er nicht gesagt. Ja, hat er jetzt gesagt, Frauen gehören nicht an den Grill? Aber, nein. Grillen macht Spaß. Und wir haben da eine klare Aufteilung zu Hause. Ich grill das Fleisch, meine Frau grillt das Gemüse. Finde ich jetzt okay. In der Pfanne am Herd. Finde ich jetzt okay, ja? Nein, Spaß, meine liebe Freunde. So, der Test. Wann ist das Hähnchen fertig? Auch hier fassen wir wieder an, wenn das sehr weich sich noch anfühlt in der Mitte, ist es noch nicht fertig wie das hier. Dann ziehen wir das einfach nochmal in die etwas ruhigere Zone hier, ja? Sizzling Zone. Meine Sizzling Zone ist übrigens hier drüben, der kalte Bereich des Grills. Okay. Ich mach's immer rund. Man stellt sich ja so eine Sizzling Zone immer rund vor, Achtung. So, das ist die Sizzling Zone. Das ist die mittlere Zone hier, ja? Wer stellt sich die Sizzling Zones nicht rund vor? Schaut euch das mal an. Wie lange brauchen wir sonst? Wirklich sehr heiß hier am Du Amateur. Das große braucht noch ein bisschen, das legen wir mal zur Seite. Wir nehmen uns mal das kleine und schauen es uns doch mal an. Hast du Messer und Gabel vorbereitet hier? Natürlich nicht. Natürlich nicht, da hol ich mal was. Bist du bereit? Ich bin bereit. Dann schneiden wir es mal auf.
natürlich schön medium gegart. Kein Spaß. Nein. Beim Hähnchen bitte nicht. Bitte nicht, aber schaut mal, es ist noch schön saftig. Ich probiere mal das Stückchen. Boah. Mega. Mm. Ich hole mal das andere noch. Und zwar ganz kurz, es gibt Rubs, die passen null dazu, zu Hähnchen. Aber dieser Rub passt echt sehr gut. Super geil. Ja. Dieses Stück fotografieren wir da. Mhm. Boah, wissen wir nicht. Ey. Mm. Dazu unsere schöne ausgemachte Kräuterbutter oder Aioli oder Salsa. Ja, kannst du das verlinken? Na, ja. Das ist. Wir haben nämlich schon ein Video gemacht. Über Salsa, oder? Glaube ich. Salsa, Aioli, Barbecue. Barbecue passt nicht dazu. Aber die Salsa, die Aioli, die Guacamole würde dazu passen. Mega saftig, oder? Mega geil. Macht's nach. Viel Spaß beim Nachkochen. Wir genießen jetzt noch. Und sagst du tschüss, weil. Abonniert noch den Kanal, like dieses Video, wenn es euch gefällt. Und schaltet ein, wenn es wieder heißt, Kochen ist kein Hexenwerk, Werk, 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 Werk.